Meins. Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen auf der großen Mordorf. So, wir sind jetzt hier wieder fleißig. Ja, gleich mal. Also hier habe ich, wie gesagt, jetzt auf volle Esse. Es ist keine Fruchtzerstörung an. Aus. Sieh es an. Ich habe hier jetzt lediglich bloß, ja. Ja. Pflegereifen überall drauf. Von der Höhe ist auch eingestellt hier, dass er oben bleibt. Mal gucken, ob das Herbie, der Dünger für das Feld hier reicht. Wäre natürlich schön. Ja, natürlich super. Oh. Jetzt kommt wieder ein bisschen Abwechslung rein hier, das ist das Schöne. So. Natürlich gerade hier ein bisschen blöd gelaufen, ne? Das ist hier gerade die nicht so den Kurs übernommen hat, den ich eingefahren hatte, aber okay. Eigentlich hatte ich nämlich, ja, so wie das Feld hier ist, eingefahren, aber naja. Wir werden da schon schaukeln. Natürlich eigentlich bedeutend zu spät, ne, in der Blüte, aber okay. Dieses Jahr ist mal eine Ausnahme. Werdet ihr im nächsten Jahr so nicht mehr sehen. Bei der Theorie würde man ja trotzdem trotz Pflegereifung was kaputt fahren. Zwar nicht so dolle, aber ist ja trotzdem eigentlich ein Fahrschaden da. Weil nur weil er mal Pflegereifung drauf hat, ist ja nicht ja, komplett alles schick und schön. Und ich bin ja gespannt, wie lange wir für das Feld jetzt hier brauchen. Das wird interessant. So, wenn die Folge beendet ist. Also jetzt sollten so langsam aber sicher alle von 24 Stunden ran auf Nürburgring Nordschleife langsam ins Ziel eintrudeln. Ja, wer gewinnt, kann ich euch nicht sagen. Ich drück dem Ferrari von Fricadelli die Daumen.
Aber wer es auch am Ende macht, der hat es verdient. Das sollte man mal so betonen. Egal wer es macht. Verdient hat jeder, der dann da ganz oben steht. Das muss man mal so sagen. Meine Trinkflasche steht bescheiden. Ja, das Düngen hier, das ist natürlich jetzt so optimal, ne? Also, oh. Zum Glück gibt es dieses Ding kostenlos zur Verfügung. Dieses Precision Farming. Das bringt von Hause aus halt ja, bedeutend mehr Realismus rein. Also wie im Original in dem Sinne ist, ja, das ist, kannst du nicht als, ja, eigentlich nicht bringen. Jetzt gehen wir rüber. Am besten noch, ja, du erntest es ab, zum Beispiel das Feld, fährst eben rüber, machst dann eine Bodenbearbeitung, fährst doch mal rüber, schon bist du fertig. So einfach ist es ja dann doch nicht. Im Normalfall. Oh, das hier ist ja auch gerade aktuell unser, ja, unser größtes Feld. Was wir besitzen. Gut, jetzt ist es nicht mehr so eine weite Querfahrt hier. Oh, machen wir mal wieder einen Drehmichel. So. Eins steht fest, das Feld werden wir auf alle Fälle in dieser Folge nicht fertig kriegen. Wenn dann morgen. Wieder auf dem Kuppel unterwegs sein.
Wird der 8R nochmal gepiesackt. Und dann werden wir am Dienstag wieder auf dem Feld hier unterwegs sein mit Düngen. Dann werden wir mal gucken, dass ich da, dass ich das Feld 4 dann in der Zeit irgendwie schaff, fertig zu bekommen. Das werde ich auf alle Fälle, werde ich eigentlich da von dem Feld jetzt nicht 2, 3, 4, 5 Folgen zeigen. Maximal bei 3 ist Feierabend. Weil wir hatten erst auf Feld 8 viele Folgen mit Grubbern. Deswegen, das ist der Nachteil. Große Felder, man braucht halt viel Zeit. Und zum Beispiel jetzt wie in Landersum, jetzt habe ich, um die Abwechslung da reinzubringen, wieder halt doch nochmal ein Feld gepachtet. War wieder Gras. Hatten wir erst, aber es ist leider nichts anderes vorhanden. Ich hätte ja auch eine gerne Mission gemacht, mit Düngemission etc. pp. Aber es ist nur Ballenpresse und Kalken. Kalken wollte ich auch nicht mehr. Also, was macht man? Ja, und Heu, aber an Heu fehlt es ja noch bei uns ein bisschen. Deswegen ist es gar nicht, vielleicht gar nicht so verkehrt. Oh, ich wollte mal ganz kurz einen Screenshot machen, deswegen habe ich mal ganz kurz hier das ausgeschaltet. So, das heißt, was ich noch jetzt wissen will, wir müssen vielleicht nochmal im Mais nochmal eine Dünge. Dass wir Feld 14 müsste eigentlich noch mal eine Düngestufe abkriegen. Ich glaube, das ist zu wenig.
So. Musste gerade mal ganz kurz wieder beim Röntger hören. Da war gerade irgendwie nur gehört, leise, dass da ein Fahrer eine Strafe gebrummt hat. Aufgebrummt bekommen hat. Ja, aber auch richtig. Der Pilot, wie sie gerne die Kommentatoren sagen, also der Rennfahrer, der hat die Flaggen nicht richtig beachtet. Und dementsprechend hat er jetzt eine Strafe gekriegt, die er beim nächsten Boxenstopp das Team einbauen muss. Oh, 2 Minuten 32 ist jetzt eine ganz schöne Zeit. Auch bei einem 24-Stunden-Rennen. Wo ja nur noch 16 Stunden und 26 Minuten zu absolvieren sind. Also die ersten 8 Stunden sind gleich rum. Die ersten 8 Stunden sind bald um. In 25 Minuten. Ein Drittel der Renndistanz geschafft sozusagen. Ui. Eieieiei. Diese Überrundungen sehen immer sehr, manchmal sehr gefährlich aus. Aber da geht es auch gerade um Platz 1 und 2 gerade. Was jetzt gerade zeigen. Ist natürlich spannend. Sind gerade mal, ja, schätzungsweise 2 Sekunden maximal, so 1 bis 2 Sekunden. Irgendwie dazwischen wird das nur ein Abstand sein. Das ist nicht gerade doll. Ah, jetzt sieht man mal, wie schnell so ein Audi gegenüber so einem BMW GT3 ist. Also der Audi hat auf alle Fälle einen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber dem BMW M4 GT3. Auch sehr spannend. Obwohl das Audi R8 ja ein sehr altes Auto schon mittlerweile ist. Okay, gut. Da haben die Moderatoren auch Blödsinn gelabert. Es sind 4 Minuten 36, nicht 2 Minuten 32. Läuft 3 Strafen insgesamt. Oh, links. Eine davon ist bei 32. Das aufzuholen, schwierig bei einem 24-Stunden-Sprintrennen, wohlgemerkt. Wir haben überlegt, die ersten, ja. Also wenn, das haben sie gerade vorhin gesagt, der erste Boxenstopp macht, sind sie dann bei, und dann wieder rausfahren, auf Position 13. Gut, man hat eine Mindeststandzeit, nicht so wie der Formel 1 oder in anderen Rennserien. Na doch, damit gibt es ja meistens auch schon, dass man eine gewisse Zeit X stehen muss, aber in der Formel 1 ist es ja auf alle Fälle nicht so. Wir haben dann eine Mindeststandzeit, die sie einhalten müssen und ups, noch eine Strafe. So, aber das soll es dann erstmal für den heutigen Tag gewesen sein. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Däumchen da und wir sehen uns hoffentlich morgen früh wieder auf dieser Karte hier.
im Grubber-Modus. Ciao, ciao.